Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Oh, Jonas ist aus seinem Bett raus. Ich wollte schon immer meine eigene Bibliothek, das ist so zauberhaft. Ja, wundervoll. Das freut uns natürlich. So, der sitzt hier unten rum und spielt mit seinen, weiß nicht, Bauklötzen hier. So, dann können wir nochmal kurz in den Keller schauen. Mal gucken, wie weit der Wein ist. Ja, immer noch keine lila Qualität. Ich hoffe, das wird noch was. So, was haben wir denn hier Schönes? Habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit was bauen oder so. Liebe Grüße, George. So, den packen wir hier rein, genauso wie die Steine. Und ja, wir haben Dinosaurier-Eier gefunden in der letzten Folge. Ja, Wüstenmine war erfolgreich. Das hatten wir noch gesucht. Oh Gott, was ist hier denn los? Sollen wir vielleicht auch nochmal öfter reinschauen? Und wir haben ein Dinosaurier-Ei schon zu Mayonnaise verarbeitet. Eins ist gerade dabei, zu einem Dinosaurier zu werden. Also wird bald schlüpfen. Und eins werden wir dem Museum spenden. Bei Gunther. So, das kann erstmal alles hier rein. Zack, zack. Genau, dann haben wir nämlich auch da im Museum wieder eine Sache mehr. So, was wollt ihr? Ihr wollt drei so eine Eichel haben und du drei Amethyste. Okay, kriegt ihr. Wir ja hier zu Genüge. Können wir dann wieder auffüllen auf 5. So, und Eicheln haben wir die hier unten drin. Guck mal gerade. Jo. Dann machen wir das nämlich auch gleich noch mit hier. So, du wolltest die Eicheln haben? Ja, bitteschön. Und da kommen die Edelsteine rein. Achso, ich glaube, wir können die sogar auffüllen jetzt hier. Schwarzbarsch und Gruselfisch. Können wir direkt mal gucken. Was sollten wir eigentlich haben? Schwarzbarsch hatten wir hier. 2 Stück. Und Gruselfisch. Ja, da 2. So, da brauchen wir immer noch das Treibholz und hier können wir nochmal Kaulbarsch 2 Stück reinwerfen, wenn wir welche haben. Ich bin gespannt. Sieht wohl eher nicht so danach aus. Doch, da ist noch einer. Aber halt auch nur einer. Müssen wir mal gucken, dass wir die vielleicht mal fangen oder so. Da waren wir drin. Und hier war auch keiner mehr drin. Da ist noch ein Hecht. Nö, gut. Dann machen wir erstmal weiter. Oha, da sind schon wieder einige Sternfrüchte fertig. Ich hoffe, die Samen reichen noch aus, um das Ganze wieder neu zu befüllen hier. Ich glaube, wir müssen heute in die Wüste, Leute. Aber wisst ihr, was wir dann machen? Dann nehmen wir auch die Fledermausflügel einmal mit.
und tauschen die mal ein gegen so einen schönen Schmetterlingskäfig. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ja, das tut uns natürlich leid, dass hier noch nicht alles fertig ist. So, die kommen hier alle wieder rein. So, aber vorher kümmern wir uns jetzt nochmal um die Tiere. Und dann werden wir heute nochmal einen Minengang haben. Gehe ich von aus. Wenn wir schon mal da sind. So, euch geht's gut. Ja, hier ist das Dinosaurier-Ei drin. Die packen wir dann nämlich hier mit zu. Der andere Stall ist ja schon voll mit Hühnern. Das wird wohl nichts mehr sonst. So, hier verarbeitet der Stoff. Und da unten ist schon wieder eine Mauer kaputt. Da wird Dinosaurier-Mayonnaise das erste Mal, Leute. So, und dann streichen wir natürlich unsere Hühner auch alle wieder, damit die glücklich und zufrieden sind und tolle Eier legen. Ja, darum müssen wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. So, ich würde hier ganz gerne nochmal reinschauen, ob sich da was getan hat. Ja, können wir mal gießen. Und dann schauen wir nochmal beim fahrenden Händler vorbei. Ansonsten haben wir hier erstmal nichts zu tun in der Stadt. Ja gut, wir könnten zu Gunther nochmal und Clint. Das können wir eigentlich nochmal machen, bevor wir in die Wüste fahren. So, Kugelfisch. Ja, nichts Besonderes hier. Okay, dann müssen wir aber trotzdem nochmal über den Hof. Damit wir die restlichen Sachen hier alle mal verkaufen. Sonst haben wir keinen Platz im Inventar. Und die 200 Fledermausflügel dürfen wir nicht vergessen. Das ist der Plan. So, verkaufen wir auch mal unsere erste Dinosaurier-Mayonnaise. Sie ist dick und cremig mit einem kräftigen grünen Farbton. Es riecht nach Gras und Leder. Kaufen wir mal, genauso wie das hier. So, nehmen wir nochmal die Fledermausflügel mit. Und es ist Sonntag. Vielleicht sollten wir auch nochmal Jade mitnehmen, um das in Treppen einzutauschen. So, 200, genau, Jade, nehmen wir dann auch nochmal mit. Elf Treppen immerhin. Und dann geht es jetzt erstmal, ja, zum Bus und dann aber mit der Minenlore einmal in die Stadt kurz, kleinen Abstecher machen. So viel Zeit muss sein. So, nee, Steinbruch nicht. Wollen auch nicht in die Minen. Naja, obwohl, da können wir mal kurz den Zwerg beschenken. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Wundervoll. Irgendwann musst du mir mehr über dieses Getränk erzählen, das du Milch nennst. Ja, da ist auch nichts drin. Bomben können wir uns hier auch kaufen, aber wir haben schon viele gesammelt. Die werden wir dann auch mit in die Wüstenmine nehmen, wenn es soweit ist. So, und wir wollen in die Stadt natürlich.
So, dann brechen wir uns hier mal die drei Artefakt-Dinger auf. Und drück die Daumen, dass da was Tolles drin ist. Ja, rostiger Löffel, nicht so toll. Ich glaube, das haben wir vielleicht noch nicht. Eine altertümliche Trommel, aber auch den Sporn haben wir schon. Hat also gar nicht so viel gebracht. Okay, die altertümliche Trommel haben wir auch schon. Also hat gar nichts gebracht. Zumindest haben wir hier noch ein Dinosaurier-Ei. Wo können wir das denn mal hinlegen? Da vielleicht hin. Und ganz ehrlich, die können wir vernichten. Die altertümliche Trommel würde ich gerne richtig verkaufen. In der Hoffnung, die bringt ein bisschen Geld. Einfach nur deswegen. So, Kaliko-Wüste. Die Jade kann man nämlich nur am Sonntag hier eintauschen, in Treppen. Da ist drauf zu achten, dass ihr da den richtigen Zeitpunkt wählt. Ein bisschen Saatgut. Wunderschön, vielen, vielen Dank. Hier ist es immer sonnig, sogar im Winter. Eigentlich ist es ein wenig zu heiß für meinen Geschmack. Meine empfindliche Haut leidet in der Sonne ziemlich schnell. So, und Sternfrüchte brauchen wir ja auch noch. Ja, wir müssen ein bisschen Geld investieren, Leute. Aber das kommt auch wieder rein. So viel ist sicher. So, genau, wir wollen ein bisschen was eintauschen. Hier haben wir dann zumindest die 11 schon mal und hier den Schmetterlingsstein, den nehmen wir mal mit. Magischer Cowboyhut für 333 Omnigeon. Na, bis man das mal voll hat, müsste man auch erstmal sammeln. Kann man natürlich machen, wenn das Museum vollständig aufgefüllt ist, dann haben auch die Geoden irgendwie so ihre Sinnhaftigkeit verloren. Klar kriegt man hier und da mal ein paar Erze raus, aber ansonsten ist das dann ziemlich uninteressant. Ach, guck mal, hier ist noch mal ein Jade. Och nö. Geht wieder gut los hier. Ich glaube, die Erze können wir sogar getrost ignorieren. Davon haben wir schon so viele liegen. Damit würden wir jetzt nur unser Inventar zumüllen. Ja, obwohl wir finden, glaube ich, auch durch die Monster immer mal wieder Erze. Dann können wir das auch jetzt schon mitnehmen. So schnell ändert man seine Entscheidung. Ja, Omnigion, super. Bringen wir zu Clint. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich, das einzutauschen. Also 15 Omnigeoden hatten wir, die wir eingetauscht haben gegen drei so eine Artefakt-Dinger. Und da war nicht eins dabei, das uns irgendwie geholfen hat. Wir gehen mal so weiter. Okay, ein Schleim. Ach Mann. Da kommt noch eine Treppe. Okay, weiter geht's. Gehen wir direkt runter.
17:40 Uhr, ja, wir haben da noch ein bisschen Zeit hier, ein bisschen zu sammeln und Zeit zu lassen. Inventar könnte halt nur ein Problem werden. Mal K.O. hauen. So, dann machen wir hier weiter. Na, was sagst du? So, können wir irgendwas wegwerfen? Ja, die Saat. Dann nehmen wir lieber den Edelstein mit. Och Mensch, Kohle würde ich eigentlich auch gern mitnehmen. Komm, schmeißen wir den verfeinerten Quarz weg. Haben wir auch genug, um das zu verarbeiten. Brauchen wir nicht unbedingt. Meine Güte. Ach, guck mal, da hinten ist noch so ein Stein, den würde ich noch ganz gerne mitnehmen. So, da sind auch immer Edelsteine drin. Ah, oh, und da kommt auch die Treppe. Sehr gut. Ja, Amethysten brauchen wir auch. Die können wir nämlich auffüllen jetzt. Haben drei aufgebraucht für so einen Teich bei uns, damit dort die Fische zufrieden sind. Und wir das Ganze auffüllen können. Fünf Ebenen geht's nach unten. Sehr schön. So, wir suchen die nächste Treppe. Komm, hier ist nichts mehr zu holen. Genau, oder ein Loch nehmen wir auch. So ein Schacht. Sechs Ebenen fallen wir runter. Und da hinten ist aber, ja, wie es aussieht, das Erz, was wir brauchen. Wow, sogar sehr viel davon. Ja, wir müssen wieder aussortieren. Grüne Alge geht weg. Okay, lass uns die Treppe am Eingang nehmen. Hier ist ja nichts mehr. So, das lief auch gut. Oh, und da kommen schon wieder etliche Schleime raus. Mensch. Das läuft aber auch mehr als gut hier.
glaube, wir haben das Iridium-Erz zusammen, um wieder ein Werkzeug von uns zu verbessern. So, wir spazieren zurück. Und nehmen die Leiter. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bisschen Zeit haben wir noch, Leute. So, Fledermäuse. Ja, haben uns auch gut gedient hier mit den 200 Fledermausflügeln. Ah, eine Bombe würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Schmeißen wir den Harz weg. So, ob wir jetzt noch eine Ebene nach unten kommen, weiß ich nicht. Wir versuchen es. Aber dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja, da wollten wir nochmal eintauschen. Da haben wir wieder einen gefunden. So, da geht's nochmal runter. Und ja, ich gucke nochmal kurz. Ja, nichts Interessantes. Alles klar. Wir hauen wieder ab. Verlassen die Mine. Also wir kommen immer so in die 20er. Für so einen regulären Tag ohne Hilfsmittel. Und weiter runter wird schon echt schwierig. So, Mega-Bombe können wir auch eintauschen. Machen wir aber dann natürlich nicht. So, 12 Treppen haben wir dazu gewonnen. Kann sich sehen lassen, oder? So, wir nutzen die restliche Zeit des Tages noch, um die Sachen schnell wegzupacken. Beziehungsweise hier, um auch wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Zack, zack. Das kann alles weg. Die bewahren wir wieder auf. Topaz, Smaragd kann alles weg. Violetter Pilz, ja, die sind natürlich super für so Minengänge. Die bewahren wir uns auch nochmal auf. So, und das wandert alles wieder rein. Den werden wir verarbeiten. Das kommt rein, das kann rein. Die können rein. Oh, den Diamant haben wir vergessen. So, hier kommt die Bombe rein. Hier haben wir sogar noch ein Schleimei. Warum haben wir das denn hier reingepackt und gar nicht ausgebrütet? Vielleicht, weil wir schon eins hatten. Kann sein. Ja, die Treppen kommen ja auch nochmal mit rein. Altertümliche Trommel wollten wir verkaufen. So, den verarbeiten wir. Ja, und dann können wir am nächsten Tag bei Clint nochmal vorbeischauen und unser nächstes Werkzeug verbessern. Müssen wir mal gucken. Würde ich die Hacke wahrscheinlich nehmen, weil wir jetzt im Winter die noch nicht unbedingt brauchen. Oh, Leute, und wir müssen unsere Sternfrüchte noch platzieren. Das müssen wir noch schnell machen. Oh, hier ist auch Wein wieder fertig. Leider sehen wir hier natürlich jetzt nicht allzu viel. Aber müssen wir auch gar nicht. Reicht ja schon. So, bevor wir hier gleich umkippen, gehen wir ins Bett. Und verschieben den Rest auf den nächsten Tag. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Treppen wir insgesamt haben. Müssen wir am nächsten Tag nochmal gucken, in der nächsten Folge. So, wir gucken erstmal, was der Tag gebracht hat. Wie viel ist denn so eine Dinosaurier-Magnese wert hier? 1120, Mensch. Und das in normaler Stufe sogar. Also gar nicht mal so verkehrt. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, bis dahin.